Hallo? Ich hab gehört, das fängt um 12.45 Uhr an. Da fange ich einfach mal an mit 2 Minuten Verspätung. Okay. Ja, hallo. Mein Name ist Cornelius Kölbel und ich will euch heute was zur Mehrfaktor-Authentifizierung erzählen, speziell mit Hinblick, wie das so im Klinikalltag ablaufen kann und mit dem Untertitel, meine Schlüssel gehören mir. Und ja, ich habe hier wunderbare Schlüssel gefunden, wo dann auch gleich Access drauf stand, fand ich so ganz nett. Ja, wer kennt sich denn alle schon mit Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Mehrfaktor-Authentifizierung aus? Ja, perfekt, ja, fast alle. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, hole ich uns nochmal irgendwie auf den gleichen Stand, weil wenn wir alle was davon gehört haben und wissen, haben wir vielleicht irgendwie alle unterschiedliche Vorstellungen. Also wir wissen ja alle, dass es da irgendwie so Unterschiede zwischen Authentisierung und Authentifizierung gibt. Also der Benutzer, der halt irgendwo zu einem System kommt, der will sich halt authentisieren und dann geht das System halt hin und authentifiziert den. Und wenn ich das auch irgendwie ein bisschen durcheinander werfe, bitte ich das zu entschuldigen. Ist halt einfach so, dann hätte es halt auch in Englisch machen können, im Deutschen ist es immer ein bisschen komplizierter. Ja. Und was sind jetzt diese Faktoren bei der Authentifizierung? Die Faktoren unterteilen sich eigentlich so in Wissen. Da habe ich mal hier kliniktypisch hier so ein aufgeschnittenes Hirn mitgebracht. Oder Besitz, das heißt, ich habe irgendein Werkzeug, was ich irgendwie vorweisen kann. Oder halt irgendeine Eigenschaft, so wie mein wertvolles Augenlicht. Aber was ist jetzt eigentlich der Sinn von Mehrfaktor-Authentifizierung? Also wieso mache ich eigentlich diesen ganzen Kram? Für mich ist es eigentlich wichtig oder für mich lohnt es sich immer, wenn ich hingehe und sage, okay, ich möchte jetzt mal bewerten, was das für eine Mehrfaktor-Authentifizierung ist, sich genau das zu überlegen, nämlich zu sagen, okay, der Angreifer hat irgendein Skill-Profil. Ja? Und das heißt, wenn ich Stand heute so einen Faktor Wissen verwende in meinem Hirn, könnte der Angreifer natürlich herkommen und mir das Hirn so aufschneiden und versuchen, da irgendwie an mein Passwort ranzukommen. Das ist schwierig. Deswegen hat er natürlich so dieses klassische Skill-Profil. Ich mache irgendwie meine SQL-Injections, ich habe Script-Kiddies, ich versuche vielleicht auch irgendwie durch geschicktes Fragen und Social Engineering dahinter zu kommen. Aber im Endeffekt, das Tolle ist, der Angreifer kann irgendwo im stillen Kämmerlein sitzen, kennt sich mit dem System aus, kennt sich mit Exploits aus und kann also gleich im großen Stil versuchen, irgendwie an Accounts ranzukommen. Das heißt, Skillprofil in dem Moment vom Angreifer ist, ja, sich einfach gut mit Software, mit Exploits auszukennen. So. Das heißt, mein Faktor Wissen schützt mich nur mäßig gut genau vor solchen Leuten. Dann gibt es den Faktor Besitz, also hier meine Werkzeuge. Was braucht der Angreifer da für ein Skillprofil? Im Optimalfall braucht der Angreifer hier das Skillprofil, dass er in der Lage ist, morgens, von mir auch abends, aufzustehen, aus dem Haus zu gehen und irgendwo hinzugehen, irgendwie was mitzunehmen, irgendwie tatsächlich einen echten physikalischen Diebstahl durchzuführen. Oder vielleicht auch Social Engineering auf einer anderen Art und Weise. Also sprich, tatsächlich ins Unternehmen, in die Firma reinzugehen, an die Empfangstheke und zu sagen, ja, guten Tag, ja, wir sind das Umzugsunternehmen, wir holen schon mal die ganzen Computer ab. So, ach so, ja, ich will Sie ja nicht behindern. Das heißt, in dem Moment nützt dem Angreifer eigentlich sein Skillprofil, dass er irgendwie sich mit Exploits auskennt, dass er irgendwie remote irgendwie drauf zugreifen kann, nützt dem gar nichts mehr, sondern er muss im echten Leben aktiv werden. Ja? Das ist vielleicht für so einen klassischen Cracker tatsächlich eine Herausforderung oder für die Cyberkriminellen in Russland. Ja? Sag denen mal, ja, damit du hier irgendwie an den Faktor kommst, da musst du hier bitte nach Darmstadt fahren und das Ding klauen. Das ist ja schon ein bisschen aufwendig, ja. Brauche ein Visum, so muss ich reinweisen. Klar, ich kann natürlich hingehen und sagen, okay, ich engagiere irgendwie die Putzfrau halt, was vom Tisch mitzunehmen. Aber das ist eben der springende Punkt.
Ich brauche andere Eigenschaften. So, und wenn ich diesen dritten Faktor mir angucke, diesen möglichen Eigenschaften, also Eigenschaften meines Körpers, dann wird es ja noch krasser. Das heißt, der Angreifer, der muss irgendwo auch rausgehen in die Welt und muss vielleicht sogar Körperkontakt aufnehmen. Boah, ja, der muss zu irgendeiner Party gehen, muss da irgendwie ein Glas mitnehmen oder muss irgendwie, ich habe jetzt die Säge vergessen, muss Hände abschneiden oder gerade eben haben wir diesen, ach, das ist ja nicht mehr Eigenschaft, aber egal. Gut, im Optimalfall, egal, ja. Also ihr könnt gerne irgendwie Zwischenrufe durchführen. Ja, das ist im Prinzip, in der Regel sind das halt biometrische Eigenschaften. Ja, ich kann ja auch zum Einwohnermeldeamt gehen. Nein, mir geht es einfach darum, ich muss halt einfach irgendwo, natürlich brauche ich nicht unbedingt, wenn ich einen Fingerabdruck nehme, kann ich das Glas von dem Menschen gehen, der schon 5 Stunden weggelaufen ist. Das stimmt, richtig. Das stimmt auch. Also ich brauche keinen Körperkontakt. Aber ich muss trotzdem aktiv werden im echten Leben. Ja. Wenn ich es natürlich schlecht gemacht habe, ja, dann muss ich vielleicht noch nicht mehr im echten Leben aktiv werden, sondern ich gehe, wenn es schlecht gemacht ist, irgendwo hin, wo Daten hinterlegt sind. So. Aber das ist halt für mich genau der Punkt, wo ich drauf zurückkomme. Weil ich halt diese Faktoren irgendwo bewerten muss. Ja? Ich muss mir irgendwo anschauen, so ein Faktor sollte im Idealfall eindeutig sein. Ich sollte ihn nicht kopieren können, weil ja, dieses ist das klassische Beispiel von der geraubten Musik, die im Prinzip dupliziert wurde. Auch ganz wichtig, ideal ist es, wenn ich merke, dass mir der Faktor abhandengekommen ist, beim Passwort merke ich es natürlich nicht. Wenn ich Dropbox benutze, dauert es manchmal 6 Jahre. Ja. Und was aber auch noch gut ist, wenn ich den Faktor für ungültig erklärt habe. Wenn ich also nach 6 Jahren gemerkt habe, hey, der ist mir abhandengekommen, will ich sagen, na, dann möchte ich den auch nicht mehr benutzen. Ja, beim Passwort funktioniert das natürlich gut. Dann ändere ich das Passwort. Bei Fingerabdruck funktioniert das 10-mal gut, dann nicht mehr. So, und dann ist also der Punkt, ich gehe hin und kombiniere diese Faktoren, damit ich genau diese Vor- und Nachteile optimal abwägen kann. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich habe zum Beispiel einen Faktor Passwort, dann sollte ich das tunlichst mit etwas kombinieren, was nicht mehr in das Skill-Profil des Passwortangreifers passt. Und wenn ich also dann irgendwie zum Beispiel ein Smartphone nehme, wo ich denke, oh, das ist jetzt mein zweiter Besitzfaktor, dann sollte ich mir mal kurz überlegen, ob der Angreifer, der in der Lage ist, im Prinzip meine Passworte zu ergattern, nicht vielleicht auch in der Lage ist, irgendwie das entsprechende Zeug auf meinem Smartphone zu stehlen. Ja. Prinzipiell gibt es hier 2 verschiedene Möglichkeiten. Einmal OTP, das sind One-Time-Passwörter, aber das wisst ihr alle bestimmt. Und dann gibt es hier Smartcards. Die funktionieren nach irgendwie leicht unterschiedlichen Mechanismen. Also hier so eine Smartcard, die basiert eigentlich auf einem asymmetrischen Algorithmus. Das heißt, ich habe hier einen Public Key, ich habe einen privaten Schlüssel, der sich tatsächlich nur auf der Smartcard befinden soll. Das System sendet mir eine Challenge, die kann ich im Prinzip mit meinem privaten Schlüssel mathematisch entschlüsseln. Dann kann das System halt überprüfen, mit meinem öffentlichen Schlüssel, ob das stimmt. Das Ganze Nette ist, das Ganze funktioniert auch offline. Das heißt, wenn ich das irgendwie an meinem Notebook in der Gegend rumschleppe, dann ist halt auf meinem Notebook irgendwie der öffentliche Schlüssel drauf, dann komme ich mit meinem privaten an und dann kann ich mich da halt gegebenenfalls anmelden. Das Problem ist, ich brauche dafür halt Treiber, weil das irgendwie eine komische Hardware ist, die man da reinsteckt. Wenn man irgendwie mal nach OpenBSD guckt, also da war es vor Jahren so, als da irgendwie in OpenSSH Smartcard Support integriert werden sollte, da war da halt tatsächlich die Diskussion, ja, das ist ja unsicher, weil diese Smartcards ja meistens proprietär sind.
irgendwelche Chips und da ist irgendwie proprietäre Firmware drauf. Bah, und sowas will ich nicht irgendwie in meinen OpenSSH-Client einbauen, weil es ja unsicher ist. Ja, gut. Das ist halt immer die Frage, wie gut dann mein Passwort ist, was ich halt anstattdessen nur benutze. Ja. Ja. Stimmt, das Passwort kann ich natürlich nachvollziehen. Ja. Stimmt, also ich sage einfach mal den Einwand hier, proprietäre Sachen sind natürlich deswegen schlecht, weil man sie nicht nachvollziehen kann. Ja, das kann ich so stehen. Ja. Gut. Okay. Die andere Möglichkeit sind einmal Passwörter, da gibt es verschiedene Algorithmen für. Ich nehme an, dass das irgendwie alles bekannt ist. Der springende Punkt ist, diese Algorithmen sind eigentlich symmetrisch. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, müssen die symmetrisch sein, weil das klassische Einmalpasswort halt was ist, was man irgendwo abliest und dann eintippt. Und wenn es nicht symmetrisch wäre, könnte ich es nicht ablesen, weil irgendwie der asymmetrische Algorithmus eben nicht nur einen reproduzierbaren sechsstelligen Code erzeugt, sondern halt irgendwie was Längeres. Das andere Problem ist aber, ich brauche ein Backend. Weil das Ding symmetrisch ist, habe ich einen symmetrischen Schlüssel. Das heißt, genau der gleiche Schlüssel liegt auch auf meinem Backend. Und dieses Backend muss ich natürlich schützen, weil wenn ich diesen Schlüssel irgendwie hier von meinem Backend extrahiere, kann ich mir im Prinzip meinen Besitzfaktor, so ein Authentisierungsdevice, nachbauen. Das Schöne ist aber, ich brauche keine Treiber. Das heißt, je nachdem, was ich halt für ein Szenario habe, welche Leute ich damit halt ausstatte, kann das natürlich angenehmer sein, weil ich, keine Ahnung, wer war mal irgendwie im User Helpdesk oder so, ja, ist das vielleicht schmerzhaft, wenn die Leute irgendwie mit ihren Treiberproblematiken ankommen oder wenn die dann auch sagen, ja, du kannst es auch irgendwie zu Hause benutzen, ja, wer weiß, was die für zu Hause, für merkwürdige Betriebssysteme haben. Gut. Dann gibt es noch eine dritte Variante, die in irgendwie, wo alle möglichen Dienstanbieter irgendwie in letzter Zeit halt dachten, also in den letzten ein, zwei Jahren, oh, wir müssen jetzt was für die Sicherheit machen und dann machen wir mal Zwei-Faktor-Authentifizierung und das wurde dann halt irgendwie schnell mal gleichgesetzt mit, hey, ich schicke dir eine SMS. Und da denkt sich halt irgendwie so eine Applikation oder das Backend denkt sich halt irgendeinen Code aus, schickt es an das Handy. Und dann kann ich hier auf meinem Handy nachschauen, kann das eintippen und dann kann ich mich anmelden. Prinzipiell ganz cool, weil dann ist ja quasi mein Handy zu meinem Besitzfaktor geworden. So. Dass das keine gute Idee ist, hat auch im Prinzip das NIST erkannt und uns jetzt irgendwie in den letzten Monaten erzählt. Die überarbeiten halt gerade irgendwie ihre Digital Authentication Guideline, in der sie halt irgendwie ihren Unternehmen, Behörden halt sagen, hey, wie ist es eigentlich heutzutage sinnvoll, dass du deine Benutzer authentifizierst? Und wenn ich mir im Prinzip wieder dieses Gil-Profile anschaue, haben wir nämlich genau das, dass im Prinzip diese Authentisierung mit so einer SMS eigentlich wieder zurückgeworfen wird auf das Gil-Profil des Angreifers, der gut mit Passwörtern umgehen kann. Weil natürlich ich mich jetzt wiederum remote hinsetzen kann und Handys angreifen kann, um an die SMS zu kommen oder mir selber die SMS zu schicken. Ich habe deswegen mal, irgendwo teile ich das halt so gerne auf. Ich habe also Besitzfaktoren, die entweder in Software implementiert sind oder die in Hardware implementiert sind. Und ich habe Besitzfaktoren, ich nenne das hier irgendwie seedbar, das heißt, bei denen ich selber das Schlüsselmaterial erzeugen kann. Weil natürlich im Endeffekt der Besitz mein Schlüssel ist. So. Und das Spannende ist natürlich, dass so die klassischen Einmalpasswortgeneratoren, wissen wir alle, die sind im Prinzip vorinitialisiert, die kriege ich vom Hersteller. Also die ganz klassischen RSA, aber da wusste ich noch nicht mal, wie die rechnen. Aber auch die nach öffentlichen Algorithmen arbeiten, sind meistens vorinitialisiert. Und dann kriege ich eine Datei, da stehen die Seeds halt drin.
Das Spannende ist halt, wenn ich jetzt wieder Hacker mit Skillprofil bin, kann ich halt hingehen und versuchen, die Datei anzugreifen, ja, wie die halt zu dem Kunden transportiert ist, wird. Sobald ich diese Datei mit diesem Schlüsselmaterial habe, kann ich im Prinzip alle Besitzfaktoren nachbilden. Hier der NPA ist natürlich auch so. Ja, wenn ich es will, kann ich mir dann asymmetrisches Schlüsselpaar drauf generieren lassen. Ja. Lassen, genau. Das heißt, die Bundesdruckerei, ich glaube, die erzeugt den gar nicht darauf, weil die natürlich ein Backup von deinem Schlüssel anlegt. Und dann ist natürlich mein Besitzfaktor nicht mehr einmalig, weil irgendwo eine Kopie davon existiert. Ja? Ja, ja. Also es gibt da so verschiedene Abstufen auf dem NPA. Wenn man den sich normal holt, dann hat er halt nur eine ID, aber man kann im Prinzip sagen, ah, ich will den auch für Online-Transaktionen und Pipapo nutzen. Dann kriegt man also tatsächlich irgendwie ein asymmetrisches Schlüsselpaar mit Zertifikat und so weiter und so fort. Der aber eben nicht eindeutig ist. Ja. Interessant hier auch, wer kennt hier diese blauen Geräte? Ja, das sind also die YubiKeys, und zwar dieser neumodisch heißt diese U2F-Dinger. Da ist es eigentlich auch so, die Spezifikation sagt zwar, hier für irgendeine Applikation generierst du ein Schlüsselpaar, damit du dich an dieser Applikation authentisieren kannst, nachdem du dich dort registriert hast. Der wird aber auf Basis eines Masterkeys generiert. Und dieser Masterkey, der wurde eben auch vom Hersteller vermeintlich auf der Karte erzeugt. Also wenn er natürlich auf der Karte erzeugt worden ist, dann ist das erstmal gut, weil dann keine Kopie existiert, aber wie war das mit dieser Nachprüfbarkeit? Gell? Und dann gibt es halt hier so diverse Geräte, die halt seedbar sind, wie ich das nenne. Das heißt, ich kann mir so eine Hardware kaufen oder so ein Ding kaufen und dann kann ich auf dem Gerät selber, ich selber, da mein Schlüsselmaterial erzeugen. Das sind hier irgendwelche proprietären Smartcards, das sind irgendwelche proprietären Token oder man nimmt halt hier so ein Nitro-Key, das ist im Prinzip eine Implementierung von der OpenPGP-Smartcard und kann sich auch dort sein Schlüsselmaterial erzeugen. Naja, oder ich nehme halt mein Smartphone und installiere da irgendwie eine App wie ein Google Authenticator oder vielleicht auch eine etwas, die man noch toller findet als den, drauf und kann dann dort mein Schlüsselmaterial erzeugen. Aber dann ist wieder die Frage, hey, das ist Software. Ja? Wie fällt das wieder in das Skill-Profil vom Angreifer? So, jetzt habe ich hier lange irgendwie nochmal so Themenüberblick gemacht. Jetzt wollte ich ein Beispiel. Erst habe ich überlegt, ich nehme die medizinische Klinik für Gastroenterologie in Darmstadt, weil wir hier sind. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, die Beispiele, die ich jetzt da parat habe, die sind begrenzt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal die Unfallklinik Bruchköbel. So. Wie sieht das jetzt aus irgendwie im Krankenhaus? Ich habe personenbezogene Daten, ich habe Patientendaten. Die muss ich irgendwie schützen. Gesundheitsdaten habe ich, ja, natürlich sind dann die Patientendaten. Ich habe irgendwie eine ganze Krankenakte von dem. Und im Zweifelsfall liegen da irgendwie Leute bei mir auf der Intensivstation. Da habe ich sogar irgendwie lebenserhaltende Systeme irgendwie. Ja, das ist, ja. So, und bei der Unfallklinik, das heißt, wo fängt das so an? Die haben erstmal irgendwie ihre Administration in der IT, die sich also darum kümmert, dass das ganze Netzwerk läuft. Ja, ich gehe davon aus, es gibt hier Leute, die können das an der Stelle noch viel besser erzählen als ich, weil ich im Prinzip nur von draußen da drauf geschaut habe. Ich habe also verschiedene Systeme, die ich verwalten muss, Windows, irgendwie per SSH. Ich habe dann vielleicht irgendwie noch, weil ich IT bin, irgendwie so ein Ticketing-System. Ja, ich meine, Ärzte, die sind natürlich, die haben natürlich eigentlich andere Interessen, ja. Und dann haben die halt irgendwie ihre Software. Ja, die läuft irgendwie auf irgendwelchen Windows-Desktops, ja. Und dann habe ich auch vielleicht noch Leute, die irgendwie per, wie heißt das so schön neudeutsch, so Telearbeitsplätze zu Hause haben. Und was natürlich bei dieser in Bruchköbel sehr interessant ist,
Es gibt hier an das Krankenhaus angeschlossene Radiologen. Also ich habe mal irgendwie mich ein bisschen schlau gemacht. Und es ist wohl tatsächlich so, dass die Radiologen in Deutschland die größte niedergelassene Berufsgruppe ist. Irgendwie, es gibt 3.100 Radiologen, die irgendwie freiberuflichen Umfeld arbeiten. Also die haben nicht alle ihre eigene radiologische Praxis, aber die sind da halt zu mehrend. So, und diese Radiologen, ja, wenn die also sich irgendwas gebrochen haben, also nicht die Radiologen, sondern die Patienten, gehen die halt da zu dem Radiologen, ja, wird halt, kriegt halt ein Röntgenbild, und dann läuft er vielleicht irgendwann wieder zurück zum Krankenhaus. Ja. So. Und diese Radiologen, ist mir also ein Krankenhaus über den Weg gelaufen, ist tatsächlich so, das hat ein Portal, wo die Radiologen direkt die Röntgenbilder irgendwie hochladen können. Ja, und dann hofft man also, dass der Radiologe sich an diesem Portal anständig anmelden kann, um seine Scans hochladen zu können. So. Ja, wie mache ich das jetzt mit der Authentifizierung? Oder was will ich eigentlich haben? Also ich würde jetzt mal sagen, eigentlich will ich ein eigenes System haben. Es gibt ja, wer kennt Duo? Duo? Schon mal gehört? Ja, hätte ich jetzt vermutet, aber okay, das sind so, wenn er also mal nach Google geht irgendwie und mal irgendwie googelt, Two-Factor Authentication oder meinetwegen auch auf Deutsch, garantiert der erste Treffer, quasi die erste Werbung, die oben erscheint, ist Duo. Ja, das sind, oder wer kennt SMS-Passcode? SMS-Passcode? Ja, es ist, sie wurden ja quasi von Microsoft gekauft und sind gerade dabei, sich ein neues Geschäftsmodell zu suchen wegen des Nists. egal. Und aber all diese Dienste funktionieren natürlich so, dass sie sagen, hey, ich habe hier eine Plattform, einen Online-Dienst und alle meine Benutzer authentisieren sich gegen diesen Online-Dienst. Das ist quasi von einem betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt her sehr geschickt, weil ich damit natürlich eine große Userbase kriege und wenn ich gekauft werden möchte, brauche ich eine große Userbase. Ja. Aber das ist eigentlich für unser Krankenhaus doof. Die wollen das eigentlich selber unter Kontrolle haben. Die wollen also nicht Duo fragen oder SMS-Passcode, ob der Radiologe jetzt dieses Bild da hochladen darf. Außerdem, ja, im Idealfall will ich mein Schlüsselmaterial unter meiner eigenen Kontrolle haben, wie ich in meiner ausführlichen Vorrede dargelegt habe. Eigentlich will ich hier Offenheit haben, Nachvollziehbarkeit. Das heißt, ich will offene Algorithmen haben, ich will offene Workflows haben, ich will Open Source, oder? Ja, logisch, danke. Also, gut. Und in dem Zusammenhang will ich jetzt vorstellen, wie ein Open Source Authentifizierungssystem Privacy Idea diese Aufgaben irgendwo erfüllen kann. Privacy Idea ist ein System, was on-premise installiert wird, check. Es ist also unter meiner eigenen Kontrolle, mit dem ich verschiedene Authentifizierungsdevices verwalten kann. Also hier diese komisch geprügelten, die vorinitialisiert kommen, aber auch welche, die ich selber initialisieren kann. Ich binde meine existierende Benutzer an und weise diesen Benutzern dann ihre Authentifizierungsobjekte zu. Und danach kann ich also hingehen und sagen, super, jetzt haben meine Benutzer, meine Radiologen, meine Ärzte, meine IT-Administratoren, je nachdem, wer das braucht, haben im Prinzip einen zweiten Besitzfaktor, den ich als Krankenhaus selber unter Kontrolle habe. Das heißt, meine Ärzte an ihrem komischen Windows-Desktop können sich jetzt mit dem zweiten Faktor anmelden. Meine Radiologen, ja, die können endlich die sensiblen Röntgen-Scans irgendwie sicher hochladen. Mein Helpdesk, der kann seine IT-Probleme irgendwie ordentlich verarbeiten und meine Remote-Arbeiter können sich ordentlich anmelden. Das heißt, das Privacy Idea ist Open Source, kann unter gewissen Umständen mit den entsprechenden Hardware-Geräten das Schlüsselmaterial selber erzeugen und ist verhältnismäßig flexibel darin, was für Algorithmen da unterstützt werden. Das Ganze ist läuft als Webservice mit dem Flask-Framework und ist in
Python geschrieben und schreibt alle Informationen halt in eine Datenbank, wo dann die entsprechenden sensiblen Informationen auch verschlüsselt sind, sodass auch die unter meiner eigenen Kontrolle bleiben. Prinzipiell, nochmal kurz, was kann ich für Authentifizierungsobjekte damit verwalten oder den Benutzern zuweisen? Diese klassischen KeyFob-Token, wie man sie im Prinzip von RSA kennt, OTP-Karten, das heißt, ich habe eine flache Checkkarte, die mir auf dem E-Ink-Display OTPs anzeigt, ja? Also, das ist Open Source unter AGPL V3. Dann der YubiKey, also in den verschiedenen Modi, die der unterstützt. YubiKey ist vielleicht eine ganz gute Variante an der Stelle, weil ich kann mein Schlüsselmaterial selber erzeugen. Und ich kann also jedes Jahr auf ein C3 warten und gucken quasi, wo wieder irgendwie auf den YubiKey geschlagen wurde und wo er dann wieder verbessert wurde. Interessant vielleicht auch gerade, wenn ich so in die Verwaltung von irgendwelchen Server-Hardware gehe, ich kann halt auch meine SSH-Keys damit verwalten. Das heißt, meine Administratoren, deren SSH-Keys kann ich dort halt importieren und dann halt sagen, auf welchen Servern sich dieser Administrator mit den SSH-Keys anmelden kann. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe hier also das Privacy-ID stehen. Das braucht Benutzer. Die Benutzer kommen irgendwo her, aus einem LDAP-Verzeichnis, aus dem Active Directory, aus einer SQL-Datenbank, je nachdem, wie meine Infrastruktur aussieht. Dann habe ich Applikationen, die kann ich über verschiedene Protokolle ansprechen. Das Ganze ist im Prinzip eine REST-API. Ich kann es in PAM einbinden, in Radius oder halt auch bei Windows-Desktops. Das Ganze kann ich auf verschiedene Arten verwalten. Auch hier über eine REST-API oder über eine Web-UI, also über ein User-Interface, Schnittstelle, oder über die Kommandozeile. Oder wenn ich total wild drauf bin, kann ich natürlich auch direkt in die Datenbank reinschreiben. Ja, da gucke ich mir das Datenmodell an und schreibe da irgendwie in die Datenbank. Oder ich habe noch ein Management-Tool, was direkt auf die Datenbank schreiben kann, ohne dass der Webservice laufen muss. Vielleicht noch mal kurz auf manche Spezialeffekte. Das Ganze ist mandantenfähig. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Krankenhaus bin, sondern Krankenhausverbund, könnte ich zum Beispiel sagen, hier, du Krankenhaus, du Krankenhaus, du Krankenhaus, ihr benutzt das eine System. Oder wenn ich zum Beispiel sage, naja, ich will eigentlich meine Radiologen trennen von meinen IT-Administratoren. Und meine Radiologen, weil ich immer mal wieder welche neue kriege, die werden halt vom User-Helpdesk auch verwaltet, aber die IT-Administratoren verwaltet natürlich nicht der User-Helpdesk. Das spiegelt sich im Prinzip in den Berechtigungen wider, weil ich halt rein granuliert irgendwie an die Administratoren Berechtigungen vergeben kann. Ich kann über Richtlinien schön bunt steuern, wie sich das System zu welcher Zeit verhalten soll, wie es also reagieren soll. Ergänzend dazu gibt es seit einer Weile einen Event-Händler-Framework. Da kann ich also sagen, irgendwas passiert. Ich will jetzt nicht das Verhalten des Systems ändern. Ich will nicht die Reaktion des Systems ändern, sondern ich möchte irgendeine zusätzliche Aktion lostreten. Das heißt, also ein initiales Beispiel war dafür zum Beispiel, ein Administrator ändert das Passwort, die PIN eines Benutzers. Oder ein Administrator rollt zum Beispiel für den Vorstandsvorsitzenden ein neues Authentisierungsobjekt aus. Huch, wieso macht er denn das? Ja? Und über dieses Event-Händler-Framework kann ich im Prinzip an dieses Ereignis, Administrator rollt einen Token aus, eine neue Aktion hängen. Nämlich zum Beispiel sagen, okay, wenn das passiert, dann soll der Benutzer bitte darüber
per SMS oder E-Mail benachrichtigt werden. Damit der Benutzer im Zweifel sagen kann, wieso wurde mir denn gerade ein Authentisierungsdevice zugewiesen? Das wollte ich doch gar nicht. Das war ich doch gar nicht. Ich kann Maschinen einlesen und an diese Maschinen wiederum Authentisierungsdevices hängen. Das ist halt gut für die SSH-Key-Verwaltung. Da kann ich aber auch so Sachen machen wie YubiKeys an LUKS-verschlüsselte Notebooks zu hängen oder irgendwelche OTP-Token an Desktops oder Laptops, die sich halt offline authentisieren sollen. Dann hat das ganze Ding noch einen signiertes Audit-Log. So, und wenn ihr jetzt gesagt habt und irgendwie überlegt habt, Mensch, ja, bei uns irgendwie ist doch das auch irgendwie alles ganz anders und wir haben so einen komischen RSA-Token oder Masco oder, nee, oder wir haben das vielleicht gar nicht. Nee, ich weiß, die haben doch so ein System. Ihr habt doch, wer hat noch SMS-Passwort? Hat keiner im Einsatz. Bei wem im Unternehmen wird irgendwie ein Zwei-Faktor-System verwendet? So. SMS-Passwort? Und ihr sagt jetzt, Mensch, das ist ja total super, ja. Müssen wir gleich machen. Ich bin jetzt ja leider nicht der IT-Administrator und auch nicht der IT-Leiter, aber ich muss sie mal mitnehmen. Will ich einfach mal kurz zeigen, wie wir das Ganze bei euch ganz sanft migriert bekommen. Also, wir nehmen jetzt mal an, wir haben hier diese Situation, wir haben hier irgendwie ein proprietäres Zwei-Faktor-System, wo irgendwelche merkwürdigen proprietären Token ausgerollt sind hier an die Benutzer. Die benutzen die, um sich irgendwie jetzt in dem Fall meinetwegen mal übers VPN irgendwie anzumelden. So, jetzt habe ich euch das natürlich gar nicht gezeigt, aber ich behaupte das jetzt einfach und ihr glaubt mir das. Ihr installiert hier also einen Privacy Idea Server und legt also mit drei Klicks und ein bisschen eingetippt innerhalb von 2 Minuten eine Richtlinie an. Diese Richtlinie sagt, ey, wenn sich hier ein Benutzer authentisieren will und der Benutzer kein Authentisierungsdevice hat, boah, da weiß ich doch nicht, was ich machen soll, dann frage ich mal hier da drüben dieses alte Zwei-Faktor-System. Diese eine Richtlinie legt ihr an, 2 Minuten, und geht dann irgendwie auf euer VPN und sagt, ach, frag mal nicht mehr dieses alte System, sondern frag halt mal jetzt Privacy Idea. So, prinzipiell läuft jetzt alles so wie vorher auch. Die Benutzer haben weiterhin ihre alten proprietären Token. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass eure Stromrechnung ein bisschen gestiegen ist. Was ihr jetzt macht, ist, jetzt könnt ihr dynamisch anfangen, für die Benutzer auf Privacy Idea neue Gerätschaften auszurollen, auch gemischte Gerätschaften. Draußen im Feld habt ihr dann also User, die haben noch irgendwie diese alten proprietären Token und ein paar neue, die halt von Privacy Idea verwaltet werden. Mehr müsst ihr nicht machen. Sobald ihr dem Benutzer hier einen Token zuweist, weiß das System aufgrund der Richtlinie, aha, manche müssen hiergegen authentisiert werden, manche kann ich selber, Entschuldigung, authentifizieren. Habt also einen Mischbetrieb, alte, neue. Der kann sich hinziehen. Wir wissen ja alle, Migrationen dauern eine Weile. So. Irgendwann seid ihr aber fertig. Es gibt keinen Benutzer mehr draußen im Feld, der noch einen alten Token habt. Das heißt, ihr könnt das alte System auch wegschmeißen und seid jetzt komplett mit dem neuen System unterwegs. Ja, wo geht die Reise hin? Hier die Zusammenarbeit mit NitroKey soll intensiviert werden. Das heißt, wie schon eingangs gesagt, das ist eine GNUPG-Smartcard, wo ich einerseits halt meine GPG-Schlüssel drauf speichern kann, aber der halt auch irgendwie Slots für Einmalpasswörter hat, wo ein Passwort-Safe drauf ist und so weiter und so fort. Und der soll halt jetzt auch über Privacy Idea verwaltet werden, sodass ich halt Open-Source-Software im Backend habe, ich verwende offene Algorithmen und ich verwende eine offene Hardware und bin, wie vorhin angemerkt, komplett transparent. Weiterhin zurzeit, die Version, die zurzeit in der Mache ist, die 2.15. Da geht es darum, einen besseren Überblick über das eigene Netzwerk zu haben. Das heißt, wenn ich hier, ihr erinnert euch an diesen Zoo, an
an Applikationen rund um Privacy ID. Da kriege ich also einen Überblick, welche Applikationen reden eigentlich gerade mit Privacy ID. Wo stehen eigentlich überall Radius-Server, die Privacy ID anfragen? Oder welche Windows-Clients authentisieren sich gegen Privacy ID? Gut. Ansonsten lade ich herzlich ein, vorbeizugucken. Das Projekt ist auf GitHub gehostet. Da Tests und Code Coverage läuft da. Die Dokumentation liegt bei Read the Docs. Es gibt einen Ubuntu-Repository, sodass ich für ab 2015 für halt die beiden zurzeit aktiven Long-Term-Support-Distributionen mir einfach die Pakete installieren kann. Und bei Google gibt es eine Google Group. Ja. Und dann bedanke ich mich auch schon für eure Aufmerksamkeit und bin gespannt, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt. Gut, keine. Dann entlasse ich euch zum Mittagessen.